zu einem neuen Video von mir. Es gibt mal wieder ein Unpacking, da ich am Anfang des Monats bei Avel bestellt habe. Und nachdem ich die erste Bestellung getätigt habe, wo ich mich echt zurückgehalten habe, tauchten noch mehr Bücher auf, die ich haben wollte. Und dann habe ich noch mal kurz Zeit später eine zweite Bestellung, oder einen Tag später eine zweite Bestellung losgeschickt. Deshalb gibt es zwei Pakete und noch einen kleinen Goodie obendrauf. Das werde ich gleich auch auspacken mit euch zusammen. So. Avel sieht mal wieder irgendwie zermatscht aus. Das ist irgendwie nicht die optimalen Kartons. Ich weiß nicht, was sie da. Also Medium ist echt die beste Verpackung. Und Rebuy macht halt richtige Kartons und aber Avel hat irgendwie diese komischen zusammengelegten Pappdinger, was gar nicht gut ist. Aufkriege ich es auch nicht. Da habe ich immer Angst, die Bücher zu bestätigen, nämlich immer ganz vorsichtig. So, das erste Paket. Das erste Buch, was ich mir bestellt hatte, ist dieses hier, Soul Seeker Teil 2. Das Erbe des Bösen von Alice Noel. Da habe ich den ersten Band hier. Liegt da auf meinem Sub, aber ich hatte ja mal dieses Try a Chapter ausprobiert und habe das erste Kapitel aus dem ersten Band gelesen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, komm, wenn du den ersten Band dann liest, dann und das halt einen Cliffhanger hat, wäre voll doof. Bestellst du ja gleich den zweiten dazu. Und die Bände sind auch echt teilweise schon schwierig zu kriegen. Und das vierte Band ist total schwierig zu kriegen. Ich werde einfach versuchen, mir die Bänder zusammen zu sammeln und wenn ich den vierten Mann kriege, ist okay. Ansonsten, also es gibt noch eine Taschenbuchausgabe, also das wäre jetzt nicht der Weltuntergang. Aber ich werde erstmal versuchen, die Bände zu kriegen. Ja, worum es geht, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Das sieht auf jeden Fall. Also zum Zustand sieht auf jeden Fall gut aus. Da unten den Mängelexemplarstempel und so eine leichte Delle hier. So ein paar kleine leichte Dellen da. Also es ist halt neu, ne? Sehr schön. Ja, das ist halt eine, ich würde mal sagen, Fantasy Young Adult Geschichte. Es gibt vier Teile. Und ja, es geht irgendwie um Seelen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. So, dann gibt es mal wieder ein zermatschtes Avel-Lesezeichen. Ja, gut, dass ich schon welche habe. Der Backzettel bzw. der Lieferschein. So, dann kommen wir zu noch einem schönen Buch. Und zwar dieses hier. Also wer euch wundert, das war übrigens jetzt die zweite Bestellung. Und gleich kommt das Buch, warum ich eigentlich diese Bestellung gekriegt habe. Der Rest war mehr so Zusatz. genau, das hatten sie auch da gehabt. Und ich habe ja auch noch Stigmata von der Autorin da. Und das soll halt auch so alles ein bisschen Thriller, Mystik-mäßig sein. Und das ist ja noch nicht so alt. Und ich bin echt gespannt. Also das ist Glimmernächte von Beatrix Gurian. Das auch glitzert auch so, das Cover. Aus, wenn der bunte Seite, also wenn ihr hier guckt, diese schwarze Streifen, sieht eigentlich immer so aus, wenn da irgendwelche Bilder oder was drin sind. Oh, was soll man hier? Noch so ein Leseprobenwischer drin. Gucken. Neugierig. Tatsächlich, ich weiß nicht genau wieso, aber hier sind so ein paar Seiten dunkel gemustert. Seltsam. Also Zustand ist sehr gut. Hier ist der Stempel und da sieht man so ein Dötschding quasi einmal rüber. Lesebind hier guckt auch schon raus. Aber ansonsten sieht das sehr gut aus. Ich hoffe, ich denke dran, die Preise einzublenden. So. Jetzt
das Buch, warum ich bestellt habe. Und zwar ist das das hier. Diabolik. Von, wie heißt die? S.J. Kincaid. Vom Zorn geküsst. Da habe ich schon so viel Gutes darüber gehört und das sollte da genial sein. Und ich habe halt versucht, das auch irgendwie günstiger zu kriegen, aber das war irgendwie immer schweineteuer. Also quasi Neupreis, dann hätte ich das neu kaufen können. Aber dann gab es das plötzlich bei Ervel. Und zwar, nachdem ich die andere Bestellung schon getätigt hatte. Wie immer. Und da ich weiß, dass das halt immer alles Sekundenbruchteile später schon wieder vergriffen ist, habe ich da schnell zugegriffen. Genau. Das sieht auch sehr gut aus. Also ist hier ein bisschen dreckig. Man das? Und hier sind halt wieder so ein bisschen die Dellen da und da. Also was hier ist, ich weiß nicht, ob das vom Versand gekommen ist oder so. Also hier ist der Schutzumschlag hier oben. Und das wahrscheinlich nicht. Schon so ein bisschen angedutscht. Ja. Also das soll auch so Young Adult sein, aber halt. Auch so ein Leseprobe. So ein bisschen Science Fiction angehaucht, glaube ich. Und aber auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, brutaler, aber irgendwie ein bisschen. Nicht so seicht, wie man denken könnte, sag ich mal. So, das war meine erste Bestellung. Und jetzt kommen wir zur zweiten Bestellung. So, und da haben wir zum einen, was ich auch unbedingt haben wollte. Und zwar der zweite Teil der Zeitenzauber-Trilogie von Eva Föller. Die Goldene Brücke. Den ersten Teil habe ich schon hier als Buch, den habe ich auch als Hörbuch gehört, den zweiten Teil habe ich auch als Hörbuch gehört. Aber ich würde auch das physikalische Buch haben. Den dritten Teil gab es leider nicht, weil ich bin ja wie immer zu spät, weil die gab es mal komplett bei Avel als Paket. Habe ich zu lange gezögert und dann waren sie weg. Ich so gedacht, nein. Der sieht voll dünn aus. Dabei geht das Hörbuch eigentlich nicht lang. Also. Nicht kürzer als die anderen Bücher, die so lange so dick aussehen. Ja, das ist halt so eine Restauflage, deswegen sind die quasi eingeschweißt und auch ohne Mängelexemplar, Stempel. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass es die Ausgabe demnächst nicht mehr geben wird. So, und weil ich halt ein Buch, also ein Buch bei Erwähl, uns hier nicht zu bestellen, braucht man mindestens 17 Euro, damit man keine Versandkosten zahlen muss. Also ich muss alles selber bezahlen, ich habe nichts gesponsert oder so. Und deshalb muss man für mindestens drei Bücher kaufen, sonst geht das nichts. So, und dann habe ich nämlich noch zwei Bände einer Dialogie. Und zwar dieses hier. Feuer und Flut und Salz und Stein. Von Victoria Scott. Das ist ja so eine Dystopie, das so ähnlich sein soll wie Panem. Da geht es halt auch um so einen Wettkampf, den die Jugendlichen da irgendwie bestreiten müssen. Und der Gewinner kriegt irgendwie, einen, also ich weiß nicht, ob er sich wünschen kann, was man möchte, aber das Mädchen, was da mitmacht, braucht ein Heilmittel für ihren Bruder, glaube ich, weil er irgendwie sterbenskrank ist. Und ja, und dann soll es noch so ein bisschen Pokémon-Charakter haben, glaube ich, weil die alle noch so ein tierischen Sidekick dabei haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, ich habe ja tatsächlich Panem selber nicht gelesen. Ich kenne zwar die Filme, ich glaube, bis auf den letzten, den habe ich glaube ich nicht geguckt. Ja, also ich weiß oder ich habe mir sagen lassen, dass das Ende halt nicht so dolle sein soll. Genauso wie übrigens bei Divergent. Und wenn ich dann irgendwie höre, dass halt das Ende irgendwie einer Trilogie halt nicht so gut sein soll, habe ich meistens keinen Bock, die anzufangen. Vor allem, weil ich die Story ja schon kenne von dem Film her, also wäre das immer so eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal lesen werde. Ich habe es auch nicht hier. So, die haben den Stempel. Und so ein paar Dellen. Dort sieht man, glaube ich, ganz gut. Ja. Sehen halt ein bisschen mitgenommener aus. Also der hat noch so ein paar.
Dylan im Schutzumschlag. Hier unten ist er angedutscht. Oben ist er ein bisschen angegriffelt. Sehr. Sie sehen auch sehr schön aus. Und das habe ich natürlich auch gekauft, unter anderem, weil ich halt Angst habe, dass es die Reihe nicht mehr gibt und ich wollte die gerne lesen. Wie so viele Dinge. Deshalb wäre natürlich eine gute Gelegenheit. Ich weiß nicht, wie ich mit den ganzen Leseproben hier soll. Außer Inspirationen für Bücher zu kriegen, die ich noch nicht habe, aber gerne hätte. Ganz schlecht. Also das habe ich ja. Das habe ich im Übrigen auch schon. Das ist im ersten Band. Das lockt mich. Ui, das ist noch länger. Ganz schlecht. Also das hätte ich gern noch. Das habe ich, aber noch nicht gelesen. Das hätte ich, glaube ich, auch ganz gern. Das mit dem Kühlschrank weiß ich nicht. Könnte aber auch gut sein. Alva und Seven, das gab es auch als Mail-Exemplar. So. hier, Cassandra Clare habe ich, Sieg habe ich nicht, Eschbach habe ich auch nicht, das soll ja nur das Füller sein. Den Rest habe ich auch nicht. Ja, nett. Vielleicht sind das die, meist von Amarena Verlag. Wahrscheinlich war das einfach schon in den Büchern drin. So, ein weiteres von den Lesezeichen. Da können wir jetzt auch schon die Sammlung von ausmachen. Ich finde, die könnten mal wieder umstellen. Und ein 5-Euro-Gutschein. der gilt aber erst ab 30 Euro. Aber das kriegt man hin. Also eigentlich wäre ich jetzt auch bei 30 Euro gewesen, mit beiden Bestellungen zusammen. Mindestens, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr. 40? Keine Ahnung. Das war's von den Unpacking. Achso, nee. Aha. Und noch ein Extra. Das ist nämlich auch heute gekommen. Ich dachte, packe ich das gleich mal mit aus. Und zwar war ich bei Etsy unterwegs. Immer ganz schlecht. Meistens werde ich dahin gelockt von irgendwelchen anderen Booktubern, die dahin verlinken. Und zwar war ich auf der Seite von Neverfades Bookmark. Die macht nämlich so hübsche, niedliche Lesezeichen. Und da habe ich nämlich vier Stück bestellt, die ich da gesehen habe. Und das sind halt, ich weiß nicht, ihr habt auch schon mal gesehen, diese kleinen SD. Figürchen, also diese Manga-Figürchen von Buchcharakteren. Und die sind halt magnetisch und dann das ist quasi magnetisches Zeichen. Und die hat immer so schöne, so aktuelle Charaktere, die auch irgendwie jeder kennt. Also es gibt auch von, es gibt auch noch Disney und Harry Potter und so. Und ich habe jetzt mal Kleb. Gut verpackt, sie wollen nicht. Ach ja, Shoppingtour im Internet ist immer schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber gerade bei Etsy könnte ich ja den halben Laden leer kaufen. Und eigentlich sind wir davon abhängig, eigentlich die Preise, weil natürlich mit Versand, also gerade wenn man von den Amerikanern irgendwas kaufen möchte, ist der Versand meistens teurer als das Teil, was man da kauft. Deswegen. Also ich fange mit den einen SD-Figürchen hier an und zwar. Tada. Ich pack das mal aus. Das ist Selina. Gucken, wer es erkannt hat. Gucken wir mal Charakterraten machen. Also ich fand die Gute war sehr gut getroffen. Also mehr so von den ersten Bänden, ne? Mit den langen weißen Haaren, den Zopf und den Schwertern. Können wir jetzt ein Buch rauskramen, wo die drauf zu sehen. Ich glaube, von dem ersten Band steht die auch so mit den Schwertern da. Super süß. Also, das kann man so auseinanderklappen. Und dann die Magnete. Ist relativ dünn und muss ein bisschen vorsichtig mit umgehen, würde ich sagen. Aber sehr knuffig. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Wahrscheinlich hänge ich mir die einfach alle zur Deko auf. So, dann haben wir noch zwei sehr knuffige
Charaktere aus einer Reihe. Zwar zwei Jungs. Ich kann hier mal hochhalten. Gucken, wer dir rät. Und zwar sind die beiden Hübschen. Also ich fand, wenn man weiß, um welche Serie es geht, ist das sehr offensichtlich. Also gerade Inchen hier. Also ich löse mal auf. Die sind natürlich aus der Clockwork-Reihe und zwar Will und Jen. Gerade diese kleinen Tattoos hier auf den Händen, voll süß. Ach, die sind so goldig. Ja. Voll das Fangirl. Und das letzte. Das ist eine Special Edition. Glitzert nämlich etwas. Da-da. Mal gucken, wie ihm er rät. Ja, man sieht hier die Knöpfchen und das blaue Gewusel da. Und die Ohrringchen, die glitzern halt und so wieder Haare. Also das ist natürlich hier von der, nicht von der Clockwork-Reihe, sondern auch von der Clockwork-Reihe könnte es auch sein. Aber von der hier City of Reihe von Cassandra Clare, der Markus. Und der ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ja. Wie von wahrscheinlich 90% aller anderen auch. Deswegen musste ich den auch unbedingt haben. So. Da gibt es auch, wie süß. So ein niedlichen Kärtchen. Das ist das niedlichste eine, was ich letztes Jahr gesehen habe. Never Fade Bookmarks. Also, wen es interessiert. Ich kriege da auch nichts von für die Werbung. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn ja. So, genau. Also, wen es interessiert, die Lesezeichen haben jeweils 3,80 € gekostet, bis auf der Magnus. Ach, jetzt bin ich eingeschlafen. Der hat 4,50 € gekostet. Und dann kam noch Versand 1,80 € dazu. Genau. Und das ging alles. Kommt halt aus Deutschland, das ist eine Deutsche. Und deswegen war das jetzt alles erschwinglich, sage ich jetzt mal. Und das ist so niedlich. So, das war's von mir und meinen Unpacking plus Bonus. Und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.